So, okay, lieber Raphael, bei allen Respekt, das heißt, Leute, höchstwahrscheinlich 99% von allen Techniken, die man da trainiert, funktionieren nur im Dojo. So, Leute, aber jetzt, glaube ich, gehen unsere Meinungen komplett auseinander. Ja. Das heißt, hier kann ich nur sagen, dass der Jakob recht hat. Hallo Leute, einen wunderschönen guten Morgen aus Spanien, Provinz Malaga wünsche ich euch allen. In heutigem Video seht ihr einen Fitness-YouTuber, Raphael Mexten. Glaube ich heißt, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, und macht ein Probetraining bei einem Krav Maga Instruktor. Ja, ich würde gerne dieses Video so quasi auseinandernehmen und versuchen irgendwie konstruktiv zu bewerten. Es gibt ein paar Sachen, mit denen ich nicht 100% einverstanden bin, und wichtig ist es auch, dass man immer voneinander lernen sollte. Das heißt, mir ist wichtig, dieses großes Zusammen, das Miteinander und nicht gegeneinander. Ja, und egal wie lange man trainiert, 10, 20 Jahre, man kann immer lernen. Aber manche haben dieses große Ego-Problem und sind da ganz andere Meinung. Aber das ist halt nicht mein Stil. Das heißt, in diesem Sinne viel Spaß mit dem Video. Noch bevor ich anfange, nicht vergessen, Leute, dass es diese Woche gibt es noch die Aktion zu meinem Online-Kurs, der 2.0. Wenn diese Woche bestellt, bekommt den zweiten, den ersten, beziehungsweise gratis dazu. Das sind ungefähr 10 Stunden Videomaterial. Möchte ich Krav Maga ausprobieren? Israelischer Kampfsport soll sehr, sehr effektiv sein, wenn es um ja, das Entwaffnen von gefährlichen Dingen geht, also Messer, Pistolen etc. Okay, das heißt, gleich am Anfang würde ich einmal sagen, lieber Raphael, dass Krav Maga ist kein Kampfsport, sondern ein Nahkampf. Das ist eine reine Selbstverteidigung oder ein Nahkampfsystem, aber das hat der Trainer, der Jakob, später ganz gut erklärt. Er ist hier Trainer bei der Fit und Sicher Akademie Umbach. Und Jakob, stell dich doch erstmal ganz kurz vor. Also ich heiße Jakob, ich bin 40 Jahre alt. Ich betreibe Krav Maga schon seit ca. 8 Jahren. Davon bin ich 5 Jahre Trainer, also Instructor. Nach Wing Chun habe ich 4 Jahre lang gemacht. Dann habe ich angefangen an der Tür zu arbeiten. Bin ich gewechselt zu Thai-Boxen, habe das gemacht. Habe auch, muss ich sagen, jeden Kampf gewonnen an der Tür. Und dann irgendwann wurden dann halt die bösen Jungs böser, die wurden größer, die wurden bewaffneter. Echt, wirklich? Ja, ja, also auf mich wurde auch geschossen, eingestochen, alles Mögliche. So, das heißt, Leute, anhand dieses Video glaube ich, dass der Jakob, dieses Instruktor, ziemlich viel am Hut hat. Er hat verschiedene Sachen trainiert, sehr viel erlebt, lange an der Tür gearbeitet, dass ich glaube, er sollte der richtige Ansprechpartner sein, was an Nahkampf angeht oder Selbstverteidigung. Aber das kann ich leider nur anhand von diesem Video beurteilen, weil ich kenne diesen Typen nicht persönlich. So, als erstes, Leute, bevor wir uns mit den einzelnen Techniken beschäftigen, würde ich gerne was zu diesen Aufwärmübungen sagen. Ich würde sagen, du machst jetzt ein paar Liegestütze, okay, und ich schlage und trete ein bisschen auf dich ein. Los! Genau. Jawohl. Los, weiter, da ist dein Gegner. Da ist dein Gegner. So Leute, ich muss euch sagen, Aufwärmübungen, vor allem im Kampfsport, sind sehr, sehr wichtig. Wenn du es nicht richtig, wenn du es gar nicht machst oder nicht richtig machst, kann passieren, dass du dich verletzt und dass dich das immer wieder zurückhaut. Genau da rede ich aus meiner eigenen Erfahrung. Ich weiß nicht, ob sich der Raphael Lahn genug davor schon aufgewärmt hat, um das Video nicht zu lang zu machen oder nicht. Für mich war das irgendwie zu schnell übergangen in die ganzen Schläge und Liegestütze und so weiter. Ich würde mich auf dieser Stelle ein bisschen länger aufwärmen. Da rede ich vor allem wirklich aus eigener Erfahrung, habe mich oft dann überall verletzt, weil ich das vernachlässigt habe früher. Ja? Und gerade wenn sich das dann irgendwelche 14-15-Jährige anschauen, die sowieso keinen Bock auf Aufwärmübungen haben, beim Training direkt am Sandsack boxen oder in die Pratzen, das ist falsch. Und deshalb würde ich sagen, dass die Leute ein bisschen nachdenken und ein bisschen sich besser aufwärmen. Vor allem auch die Ellenbogen, zum Beispiel das Kreisen nach innen, nach außen, während man läuft, Seilspringen, Schattenboxen und viele andere Sachen. Das heißt, du musst versuchen, deinen Körper auf Betriebstemperatur zu bringen, wenn du dann mit so einem Training oder Aufwärmübung anfängst, wie zum Beispiel Jakob mit Raphael gemacht hat. Hat mir aber ziemlich gut gefallen, das Ziehen und dann wieder reinschlagen, genauso soll es sein. Aber jetzt kommen wir weiter zu den Techniken. So, okay Leute, die erste Technik, die ich euch jetzt zeige, ist der Griff
am Hals. Das ist so ein typisches Krav Maga Angriff und auch so eine typische Krav Maga Befreiung, okay? Also wir nehmen jetzt erstmal gegen Frauen, Männer, den klassischen Bürger von vorne. Ich mag nicht so dieses Dummy-Dummy-Prinzip, ne? Das heißt, der Angreifer kommt, sowas. Das unterrichten viele. Ist halt nicht Realität. Genau. Das heißt, hier kann ich nur sagen, dass der Jakob recht hat, wenn man nicht richtig anpackt, dann trainiert man einfach realitätsfremd. Ja, und draußen, der Angreifer kommt dann, ein Wichser, was willst du? So, dann merkst du schon diesen Widerstand, ne? Und das ist dann, wo du in Panik so ein bisschen verfällst. Und wenn wir das jetzt hier, wenn du das eine Stunde lang hier machst, da wird dich der Scheiß draußen gar nicht jucken. Ja, da kann er fester drücken, ja, komm, drück fester. Mit dieser Aussage wäre ich nicht so ganz einverstanden. Und es geht darum, dass du, was du gesagt hast, dass Raphael, du trainierst eine Stunde so mit mir und dann musst du auf der Straße keine Angst mehr haben. Da würde ich einmal sagen, weil zum Beispiel so einer wie Raphael, der mit Kämpfen nichts an Hut hat, würde es nicht schaffen, wenn dich einer richtig aggressiv packt nach einer Stunde Training. Du musst, da viele Leute haben das so ein Irrglauben und die glauben, dass sie von einem Video oder von einem Kurs schon die Meister sind. Da müssen Wochen, Monate, Jahre trainieren. Das muss richtig ins Fleisch und Blut übergehen und das muss wirklich fast tagtäglich trainiert werden, damit man das dann ohne nachzudenken auf der Straße einsetzen kann. Sonst passiert genau das, jemand packt dich und du fängst zu überlegen, wie und was, oder kommst in diese Angststarre oder wie auch immer. Das heißt, vielleicht hast du das auch nicht so gemeint, lieber Jakob, weiß ich nicht. Ich wollte das nur erwähnen, dass die Leute dann draußen nicht glauben, aha, dann mache ich irgendwo einen kurzen Kurs und die Sache ist erledigt. Das ist das Problem, auch viele falsche Krav Maga Instruktoren oder so Schulen, die dich am Wochenende zum Instruktor machen. Das ist auch komplette Schwachsinn. Du kannst nicht an einem Wochenende zum Instruktor ausgebildet werden und dein Wissen weitergeben. Das ist das, was mich zum Beispiel bei manchen stört. Aber vielleicht hast du das nicht so gemeint. Egal, wir gehen jetzt weiter. Das ist die typische Situation. Auch für Frauen oder gegen Männer. Was wir von hier aus machen ist, wir gehen mit der einen Hand, gehen wir hoch und die andere Hand beschäftigt das von hier aus. Drehen wir uns ein, okay? Und du siehst schon, dein Griff sprengt sich auf. Ja, ist offen, auf jeden Fall. Genau, weil in dem Moment, wo ich hochgehe und mich eindrehe, geht der Schlag schon ein bisschen auf. Danach folgen halt weitere, dann gehe ich runter, unten rein, oben und rein. Das heißt, Leute, wie ihr gesehen habt, jetzt kommen wir zu dieser ersten Technik. Das habe ich schon früher, ich habe früher auch Krav Maga trainiert, aber das ist schon jahrzehntelang her. Und das ist so ein typischer Angriff, wo du so quasi, oder Befreiung, rauf gehst, diese Drehung, wo es dich befreit, dann nach unten und da auf, auf die Eier oder halt Genitalbereich. Ich habe viele Jahre mit aggressiven Menschen zu tun gehabt, ja. Drogenabhängigen, Spieler, Suchtler, egal wie, ja. Mir ist nicht diese Angriffssituation passiert, sondern meistens immer an der Jacke oder am T-Shirt oder am Hemd oder sonst irgendwo ist immer gegriffen worden, ja. Deshalb glaube ich, dass die Leute viel zu viel Zeit verbringen mit diesem einen Angriff. Unten am Boden ist das was anderes, vor allem bei einer Frau. Aber in den vielen Jahren ist mir das kein einziges Mal passiert, aber sehr oft hat mich jemand gepackt, egal ob mit einer Hand oder mit beiden, hier am Hemd, ja, oder am Weste oder wie auch immer. Und da schaut das schon wieder ganz anders aus. Einer, was nicht durchtrainiert ist oder eine Frau, kann sich dann nie durch sowas befreien, wenn ich wirklich festhalte. Er kann draufziehen, wie viel sie will oder er, das funktioniert. Selbstverständlich kann das schon funktionieren. Ich sage jetzt nicht, ich zweifle diese Technik nicht an. Ich sage es nur, dass wenn mich jemand unten packt, würde ich zum Beispiel, ich persönlich, selbstverständlich hier die Kontrolle, das hast du sehr gut gesagt, Jakob, ich würde einfach hier mit den Ellenbogen kommen, ob ich erwische oder nicht, bam, und dann mit Hammerfuß durchziehen. Da ist es aber, Leute, wichtig, in jedem Schlag, das sage ich ja so oft, in jedem Schlag muss dein ganzer Körper dabei sein, weil auf der Straße diese Adrenalinausschüttung, diese Pumpe arbeitet dann wie verrückt, du hörst dein Herz in deinen Ohren, weil einfach diese Angst immer dabei ist, ja, und da musst du deine Energie sparen. Das heißt, wenn ich hier einer packe, hier ist die Kontrolle, hier ist der Moment, boom, und hier ziehe ich richtig durch, da schaue ich nicht einmal unten auf diesen Schlag, eventuell kommst du mit einem Tritt die Eier oder wie auch immer, aber da muss man einfach brutal reagieren und viele Sachen einfach verkürzen. Hier, hier, boom! Und hier einfach durchziehen. Und das ist richtig kräftiger Schlag. Die zweite Technik, die ich noch
Zusätzlich zu deiner, Jakob, empfehlen würde ich zum Beispiel, wenn man hier wieder die Kontrolle hat und hier mit der Schaufel, aber das kennst du, hier richtig aufs Ohr, egal, unabhängig davon, ob man den Aggressor Trommelfell zerfetzt oder nicht, er hat kein Recht, die Hand zu greifen. Und es ist auch sehr empfehlenswert für Leute, die nicht gerade stark sind oder viel Ahnung von Kämpfen haben, und das geht schon ziemlich was weiter bei dieser Verteidigung. Das haben wir auch vorher diskutiert, dass man nicht zu lange gewartet hat. Und jetzt warte ich 1, 2, 3, das ist viel zu lange, das heißt, so lange ist zu. Und die Sache hat sich erledigt. Wenn ihr ihn hier packt. Sonst super erklärt, schön gemacht, und jetzt kommen wir weiter. Es ist ja so, Leute, man kann der krasseste Typ sein im Kampfsport, im Kampfkunst oder sonst wer. Wenn der aber die Straße lang geht und hinter ihm ist ein Typ, der hat einen Baseballschläger, ein Messer, altes Rohr, eine Latte oder was weiß ich was, ne? Und zieh dir hinten über den Kopf. Aus die Maus. Kannst du nichts machen. Wie kann mir da Krav Maga helfen? Beispiel verbale Deeskalation, aber auch Vorbereitung. Vorbereitung heißt, dass ich nicht blauäugig einfach in der Gegend rumgehe, wie vor 20, 25 Jahren konntest du das machen, es war alles schön und so, die Leute haben sich gegrüßt auf der Straße. Mit der Zeit wurde es einfach beschissener. Bevor wir zu der eigentlichen Technik kommen, da gebe ich dir zu 100% recht, dass du sagst, es ist nicht alles so wie vor 20 oder 30 Jahren, es ist alles beschissener geworden oder anders geworden. Die Leute haben keine Hemmungen mehr, oder viele von denen, ja. Es gibt viele Menschen, die dagegen sprechen und sagen, das ist genau gleich, nur damals hat man kein Internet gehabt oder hat man nicht in Fernsehen, Zeitungen gesehen. Nein, das ist ein Blödsinn. Vor 30 Jahren gab es nicht so viele Auseinandersetzungen. Die Menschen, die Aggressoren, da kannst du fragen, auch die Leute, die an der Tür arbeiten oder so, waren nicht so gewaltbereit wie heute. Das kann sich noch so einer schön sprechen. Es ist einfach meine Meinung und das nimmt mir keiner mehr weg. Aber jetzt weiter. Also normalerweise ist man da ja schockiert. Ne? Du hast jetzt jemanden gegenüberstehen, ich will dich ausrauben mit dem Messer. Was kannst du da machen? Du bist doch jetzt eigentlich chancenlos, weil ich kann jetzt doch hier einfach... Ne? Es gibt ja immer zwei Möglichkeiten. Entweder, wenn du da stehst mit dem Messer, ich gebe dir alles und vielleicht ist alles gut. Oder aber, ich fange an, dich zu entwaffnen. Oder aber, wir zeigen euch, wie man hier die Leute entwaffnet. So Leute, aber jetzt glaube ich, gehen unsere Meinungen komplett auseinander, ja. Und es geht um das Video, wo man gesagt hat, so quasi, entweder wenn einer mit Messer vor dir steht, entweder man gibt alles und hofft, dass nicht passiert, oder man entwaffnet einfach. Und gerade dieses einfach würde ich schon einmal anzweifeln, weil es ist alles andere als einfach. Wenn die einer mit Messer das Vorhaben hat, dich zu töten, dann macht er das einfach und du hast null Chance. 99% kannst du eben nicht entwaffnen. Du weißt nie, wie der Aggressor auf der Straße agiert, wie der Aggressor attackiert. Das heißt, du weißt das in einem Dojo, er kommt von oben, er kommt da. Aber wenn du einen 14-, 15-Jährigen, was null Ahnung vom Messer hat, gibst ihm ein Trainingsmesser in die Hand und jetzt sagst du ihm, jetzt kannst du mich irgendwie attackieren, dann wirst du sehen, dass es nicht so funktioniert, wie man es gerne hätte oder wie man sich das wünschen würde, ja. Und zweitens, man Messer trägt man verdeckt, hier, irgendwo, und auf einmal startet es, bam! Und vor allem, Leute, in dieser Brutalität, du hast Messer, warte, habe ich Messer hier? Du hast Messer, jetzt hast du ihn hier hinten, kommst du zu jemandem, bam, bam, bam! Das kannst du vergessen, wenn du so brutal auf jemanden zustehst, dass du da irgendwas machen kannst, ja? Es gibt ganz, ganz wenige Sachen, vor allem ich lehre das auch meine Leute, da komme ich noch später dazu, mit dem Körper einfach versuchen, immer wegzugehen, aber nicht einfach entwaffnen, weil das ist alles andere als einfach. Das ist immer so ein bisschen verletzend, das will ich nicht, du sollst mich schon töten. Okay. Ja, das ist auch, was ich gelernt habe, also ein Messer so halten, das ist eigentlich total dumm, also dumm in Anführungszeichen, auch gefährlich, ne? Aber für mich als Angreifer wäre es besser, wenn ich, glaube ich, das Messer so halten würde, genau. Weil dann kann ich... Zack, alles. So, okay, lieber Raphael, bei allem Respekt, ich glaube, du weißt in dieser Hinsicht nicht genau, was du da erwähnt hast, weil es ist halt nicht deine Welt, diese Selbstverteidigung oder die ganzen Sachen rundherum, Messer und so weiter, weil wenn man sagt, dass es dumm ist, wenn einer so angreift, das ist einfach die Realität und das passiert am häufigsten, ja? Das heißt, man kann nicht sagen, greif mich jetzt richtig an, weil das da unten, das ist gar nichts, du musst mich richtig töten. Nein, gerade da kannst du den Gegner bzw. den Aggressor
genauso stark verletzen und töten. Ja, du hast Leber, du hast Milz, du hast Herz, du hast Lungen. Dein ganzer Darmtrakt, da kriegst du sofort eine Infektion und innerhalb kurzer Zeit kannst verbluten und sterben. Das heißt, das ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, dass ihr jetzt Leute glauben, ah, okay, wenn er mich im Bauch attackiert, das kann ich dann noch, kann ich noch weiter agieren, da passiert nichts. Nein, das ist genauso gefährlich. Das will ich nur dadurch sagen. Selbstverständlich, hier sind die Schläge, Stiche, wie auch immer, da bist du in kurzer Zeit einfach weg. Da hatte Jakob selbstverständlich recht. Aber man darf das hier nicht auf die leichte Schulter nehmen, diese ganzen Stiche. Gerade das, so wie auch der Jakob gesagt hat, das passiert an meistens einfach die Bauchstiche. Ich zeig dir jetzt erstmal Hollywood-mäßig, okay? Das heißt, du kommst mit dem Stich zu meinem Kopf. Okay. Hollywood wäre das. Es geht darum, aus der Line of Fire rauszugehen. Wenn du jetzt kommst, genau, gehe ich raus. Okay, und ich fange den ab. Okay, Leute, jetzt kommen wir zu der Technik mit dem Spygrip, ja? Ich habe hier so ein holzernes Messer. Da würde ich schon einmal sagen, beziehungsweise der Jakob hat gesagt, dass die erste Technik ist Hollywood. Wenn einer nur so blockt und der hat mehr Power, mehr Gewicht, dann zieht es einfach durch. Ich würde sagen, aber die zweite Technik, wo er eigentlich schön auf die Seite geht, ist aber genau so Hollywood. Weil du kannst das einfach nicht so blocken. Du weißt, der Raphael kommt mit einem Spygrip. Auf der Straße weißt du nicht, mit was, mit welchem Schlag ich komme. Man darf nicht vergessen, wenn ich so halte, mit Spygrip, ich kann zuerst einmal zuschlagen, ich habe sehr gute Faust und dann ziehe ich einfach am Hals durch. Der hier blockt, vergisst diese linke Hand. Viele vergessen die linke Hand, das ist die linke Hand, was jetzt zuschlagen kann. Ja? Ich schlage hin und ah, dann komme ich jetzt richtig rein. Ja? Und was glaubst du, jetzt versuche ich das zu machen. Ja. Bam, bam. Und dann lässt du los und dann steche ich zu. Ja? Okay, auch so kannst du zuschlagen. Hier, bam, bam, bam. Und dann kannst du stehen, wenn ich so das Messer habe. Hab gerade verstärkte Faust. Bam, bam, bam. Dann ziehe ich durch. Okay. Ich kann hier andeuten, komme ich aber unten mit mehreren Schlägen. Ich kann die Winkel wechseln. Ich komme hier, oh, schlage ich hier. Oder komme ich da, komme ich auf die andere Seite. Da kommt dann nicht einer von außen, packt mir die Hand. Und wenn mir die Hand hier packt und ich kann meine Bodymechanik benutzen, dann benutze ich einfach meinen Körper, drehe ich mich auf die Seite um. Und das Messer ist hier schon im Hals. Und das, was der Jakob zum Beispiel machen konnte, was er gesagt hat, danach schlagen mit der Faust, genau das kann auch der Aggressor machen. Der Aggressor hat auch eine linke Hand, mit der er schlagen kann. Und wenn ich sobald ich sehe, irgendwo ist meine Hand angekommen, wow, dann komme ich selber mit den Schlägen. Wenn ich sehe, jemand hat geblockt, ich senke nur mein Gewicht ab, boom, und ziehe ich am Hals durch. Ich helfe mir mit meinem Körper und genauso kann denken auch der Aggressor. Du weißt nicht, wie er kommt, er kann schnell wechseln oder nimm ihn die andere Hand, sticht weiter. Oder kommt er mit irgendwelchen, so tut er Fuchteln von dir, wow, 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 und dann sticht oder wie auch immer. Das kannst du nicht, das kannst du nur mit dem Partner, vor allem wenn der Partner mit 20% kommt, funktioniert alles. Auf der Straße, wenn dich einer wirklich töten will, da gibt es keine Garantie, da bist du höchstwahrscheinlich tot. Und man muss das den Leuten auch in die Augen sagen, weil sonst kommen die 14-Jährigen, 15-Jährigen und haben keine Angst vor Messer, keinen Respekt vor Messer. Und dann laufen die durch die Straße, mir ist egal, einer zog Messer, komm her, ich mache 2 Wochen Kraft Maga, ich kann das alles entwaffnen. Das muss man den Leuten sagen, dass es nicht so ist. Man muss die Realität in die Augen schauen, Leute. Ja? Das heißt, Leute, höchstwahrscheinlich 99% von allen Techniken, die man da trainiert, funktionieren nur im Dojo, aber sind Lichtjahre von der Realität entfernt. Das wollte ich einfach nur sagen, was an diese Pistolenentwaffnung angeht. Da will ich auch nicht wirklich viel dazu sagen. Ich trainiere auch nicht mit der Pistole, auch wenn man sehr wohl das trainieren kann, weil auch in, wenn man sich so Videos anschaut aus irgendwelchen Überfällen auf den Tankstellen in den USA, kommt sehr wohl einer so mit Pistole zu dir zum Beispiel und will das Geld von dir. Aber wenn dich wirklich einer töten will, dann geht er auf die Distanz. Er nutzt das, was diese Waffe, diese Pistole hat. Und das ist, das ist eben die Distanz. Oder hier, sobald du zuckst, bam. Und die Sache hat sich erledigt, ja. Und ich würde noch sagen, ganz zum Schluss, dass Messer noch viel gefährlicher ist als die Waffe. Bis du die Waffe zuckst, auf kurze Distanz bin ich viel schneller mit dem Messer und kann dich der Aggressor abstechen, wie bevor er die Pistole zuckt und dich erschießt, ja. Man muss aber auch mit Messer trainieren, das sage ich auch Jakob nicht, ja. Aber
weil du hast auch nicht immer die Möglichkeit wegzulaufen, weil oft schreiben die Leute 90% einzige Möglichkeit ist weglaufen. Und was ist, wenn du nicht weglaufen kannst? Was ist, wenn du irgendwo bist in eine Ecke oder wie auch immer? Dann musst du sehr wohl entweder mit den Tritten oder irgendwelchen Schlägen musst dich sehr wohl auch zu Wehr setzen, ja? Nur weniger ist manchmal mehr. Nicht übertreiben mit den Techniken, die nur wirklich mit dem Partner funktionieren. Sonst muss ich sagen, mir hat euer Video gefallen. Auch deine Schule hat mir gefallen. Was du erzählt hast im Video, Jakob, höchstwahrscheinlich hast du sehr viel Ahnung von der Materie. Nur mit ein paar Sachen war ich einfach nicht einverstanden. Sorry, ich trainiere auch schon lange und habe ich auch schon einiges erlebt. Deshalb kann ich ein paar Sachen nicht ganz so unterschreiben, aber trotzdem sehr gut gemacht, Raphael, das gefällt mir auch, dass du da mitmachst bei verschiedenen Sachen gerade, das ist sehr, sehr wichtig und nicht irgendwie mit Ego-Probleme haben, wenn man irgendwas nicht so gut kann, dann mache ich das nicht mit, das ist ein kompletter Schwachsinn, deshalb ich bin nicht so gut am Boden und trainiere ich trotzdem und mache ich Video am Boden und bin ich der totale Anfänger, aber ich habe kein Ego-Problem so wie manche, ja, und deshalb in diesem Sinne, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen, wenn ja, gebt mir Daumen nach oben, gerne abonnieren und man sieht sich in dem nächsten Video, ciao, ihr Mann. Oh, 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 oh